Hallo liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein Technikvideo, denn heute geht es mal um was ganz Besonderes, nämlich um Ladekabel. Ja, die Ladekabel, die haben es in sich, denn die sind magnetisch. Das heißt, ihr habt nie wieder ein Chaos, nie wieder ein Ladeknäuel. Und naja, das klingt doch mega interessant. Gibt es verschiedene Varianten, wir gucken uns das mal an, wir packen das mal aus und würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. Bis gleich, viel Spaß. Ja, dann sage ich mal, willkommen zurück, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, um was geht es heute? Heute geht es um Ladekabel und Datenkabel. Und das hier eine Firma, die nennt sich MacTime oder MacTame, also mit AM geschrieben. Und die haben was Besonderes rausgebracht. Die haben sich gedacht, wir bringen mal ein Kabel raus, was sich von selbst magnetisch aufrollt. Ja, damit endlich dieses Knäuel, die Knäuel von Kabeln ein Ende hat. Ich fand das echt eine coole Idee. Die haben mich gefragt, ob ich nicht mal hier zwei Kabel vorstellen will. Ich dachte, ja, ganz gerne. Ich könnte mir die auch aussuchen. So habe ich hier quasi zwei Kabel bekommen von denen. Und ihr seht schon, na, diesmal funktioniert es nicht. Aber wo sie gekommen sind, haben die auch von alleine gehalten, ja. Also das ist echt eine coole Sache, die sind wirklich magnetisch. Ja, es gibt hier wie gesagt mehrere Varianten. Also ihr habt einmal USB-A auf Lightning, ihr habt einmal USB-A auf USB-C, ihr habt natürlich auch USB-C auf USB-Lightning und ihr habt USB-C auf USB-C. Ich habe, wie ihr schon erkennen könnt, einmal bestellt USB-C auf Lightning und da habe ich einmal bestellt USB-C auf USB-C. Ja, wenn man hier unten noch sehen kann, es gibt quasi verschiedene Farben. Ja, es gibt einmal Schwarz, Silber und Blau. Hier ist die Silber-Variante drin. Ihr habt drei verschiedene Längen, finde ich auch cool. Ich habe hier, glaube ich, 1 Meter Länge, ist gar nicht angekreuzt. Finde ich ein bisschen kurz, sollte länger sein. Ich würde schon 2 Meter auf jeden Fall vorschlagen. Ja, ansonsten natürlich kommt das auch aus China, aus Shenzhen. Und ich finde das echt eine mega coole Geschichte. Und dann nochmal schönen Dank, dass ich das hier vorstellen darf. Ihr habt auch nochmal so ein paar Bilder, dass ihr seht, wie die Farbe ungefähr aussieht. Ich habe da noch ein paar Zeichen, also ist auf jeden Fall ganz leicht portabel, ist klar, weil es magnetisch ist. Es ist magnetisch, ich sehe das auch. Und ihr habt da auch noch, könnt damit quasi auch laden. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Neat and tidy. Aber ich werde das mal einblenden hier im Video, da könnt ihr sehen, was das bedeutet. Für die, die auch des Englischen nicht so mächtig sind wie ich. Ja, ich würde sagen, ich mache mal hier das erste auf. Schauen wir mal. Ja, so sieht's aus. Ja, und ihr könnt schon sehen, das Kabel ist, ja, tut sich von selber wieder zusammenlegen, ja. Das finde ich echt eine coole Sache, da hängt es wieder. Also das finde ich echt mega cool. Damit habt ihr immer ein aufgeräumtes Kabel, ihr könnt es auch ein bisschen enger wickeln, wie ihr quasi wollt. Ja, das ist quasi komplett euch überlassen. Und das finde ich echt eine mega coole Geschichte. Und damit habt ihr quasi, ja, nie wieder so ein Kabelknäuel, ja. Seht ihr das hier? Also das sieht doch echt mega, wenn man die Kamera so ein bisschen einfängt, ja, das ist ja echt eine mega coole Geschichte. Ja, ansonsten könnt ihr auch hier umsehen. Okay, das ist die eine Variante, haben wir noch eine andere Variante und das müsste jetzt schwarz sein. Genau, das ist die schwarze Variante, sieht auch sehr schick aus, da kann man schon sehen, das ist ja hier USB-C auf USB-C. Da habt ihr eigenartigerweise hier ein bisschen anderen Anschluss. Ja, es hat nur noch die Batterie versagt, so eine Schweinerei. Ja, also ihr seht hier zum Beispiel, dass es unterschiedliche Anschlüsse sind. Ich kann es hier mal reinhalten, da habt ihr quasi hier noch ein bisschen, könnt ihr erkennen, kannst die Kamera einfangen. Habt ihr hier USB-C-Anzeige und ja auch. Ja, hier könnt ihr nochmal lesen quasi, MacTime oder MacTame und hier steht nichts weiter dran. Und ihr habt hier so ganz normale Kunststoffkappen, Stecker. Und was ich schon sagen kann, die passen überall gut rein. Das ist hier mein iPhone 15 Pro. Und da könnt ihr schon gucken, da, das passt prima rein. Und auch die Stecker sind nicht zu groß, dass sie sogar durch die Hülle mit durchpassen. Ja, auch das funktioniert prima. Ja, und wenn wir das dann einfach mal ausprobieren, wir stecken das mal hier an mein iPad, um mal zu schauen. So, da haben wir es dran. Ich mache mal hier auf. Da könnt ihr schon sehen, es lädt mit 94%. Ist ja immer so. Ja, beim iPhone 15, das Gerät, was am meisten Akku hat, lädt gerade das andere Gerät. In dem Fall ist mein iPad auf 100%, also lädt es das iPhone. Und wenn ich da mal gucke, auch da kann man zum Beispiel, mache ich mal hier. Ich gehe in meine Galerie, sehe ich gleich hier links Chrissys iPhone und muss natürlich noch entsperren. Muss hier natürlich, jawohl, ich vertraue meinem iPad, muss noch meine Nummer eingeben. So, und dann sieht man hier, wie alle Fotos ganz zügig erscheinen, ja, die ich quasi jetzt noch hochladen könnte. Also ihr seht, das ist echt prima und da sind sogar Videos dabei, ja. Ja, also echt eine coole Sache, funktioniert prima, kann man nicht meckern, auch passt auch prima am iPad. Und ich finde auch, was cool ist, die gehen auch richtig tief rein ein Stück und die sitzen auch richtig, wenn man was hört, ja, die sitzen auch richtig fest und stabil, ja. Das finde ich auch schon mal gut, das heißt, ihr merkt schon, das sind hochwertige Kabel auch hier, ja, wenn ich die hier reinstecke, die sitzen richtig.
Die rasten richtig ein, sitzen richtig drin. Ja, das ist wie gesagt die Variante USB-C zu USB-C. Jetzt habe ich hier noch die mit Lightning zu USB-C. Leider kann ich die nicht ausprobieren, weil meine Freundin hat nur noch ein altes iPhone. Die hat quasi Lightning, ja, und die ist gerade nicht da. Deswegen kann ich das iPhone auch nicht holen und mal ausprobieren. Aber auch das ist das gleiche Kabel im Grunde. Ihr seht, das ist ca. 1 Meter lang. Kommt mir fast vor, ein bisschen kleiner wie 1 Meter. Müsste man vielleicht mal nachmessen, das mache ich mal. In einem ordentlichen Haushalt findet sich ja alles wieder. Wir legen das mal hier an und machen mal hier 1 Meter und, ja doch, es ist 1 Meter. Könnt ihr ja erkennen, wenn ihr es erkennen, hier habt ihr das vorne dran, ja, und hier hinten. Und hier kann man auch erkennen, der Kamera, ja, es ist 1 Meter. Ja, nie gedacht, dass 1 Meter so kurz ist. Das macht ja wirklich extrem kurzen Eindruck. Ja. Aber ja, natürlich, für einen Schreibtisch reicht das natürlich dicker aus. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Also wie gesagt, alle Kabel sind stoffummantelt, alle sind magnetisch. Und das Coole ist, ich habe mal hier so einen Topfdeckel genommen. Ich habe nicht viel, was magnetisch ist, aus Eisen quasi ist. Und ihr seht auch schon, auch da hält das prima verhältnismäßig runter. Also ist echt eine coole Sache. Kann man quasi alle Kabel hier drauf, die bleiben dann quasi auch hängen. So, ja. Die bleiben dann quasi auch hängen und das ist ja echt eine coole Sache, auch wenn ich nie dazu kommen werde, die am Topfdeckel festzumachen. Ja. Aber ja, wenn ihr irgendwo am Schreibtisch Metall habt, ja, oder habt vielleicht auch eine Werbung oder sowas, könnt ihr die einfach an die Tür klatschen, wenn da eine Metalltür ist oder am Kühlschrankbett, das von mir aus will, könnt ihr auch da hängen, dann sind die immer griffbereit. Und ich finde eben, das Größte ist eben, dass die wirklich immer ja, nicht verknoten. Ja. Die macht einfach zusammen, dann sind die magnetisch zusammen und das war's. Ja. Das finde ich echt eine mega coole Geschichte, gefällt mir sehr. Und die haften natürlich auch aneinander, ja, auch das geht prima. Das macht die mal ein bisschen gleich groß. So, ihr könnt theoretisch auch mehrere übereinander klappen, mehrere zusammenlegen, das ist überhaupt kein Problem. Und ihr habt nie wieder einen Knöll in der Reisetasche, in der Videotasche. Ich habe hier so eine Videotasche, da habe ich meine ganzen Kabel drin und da habe ich zig Kabel, die ich alle brauche. Und das ist echt mega praktisch, hätte ich mir schon viel früher gewünscht, ja. Aber da war es jetzt erfunden. Ja, ansonsten natürlich, falls ihr Interesse habt, blende mal die Webseite ein, die haben eine ganz schön große Auswahl. Die haben, wie gesagt, verschiedene Längen, die haben auch verschiedene Varianten. Und ja, könnt ihr einfach mal aussuchen und ihr bekommt nochmal 10% Rabatt mit einem Code, den werde ich mal hier einblenden unten. Wenn ihr den quasi eingibt, bekommt ihr nochmal 10% für jede Bestellung. Und die gehen, glaube ich, los so bei 20 Euro und enden so bei knapp 30 Euro, je nachdem, welche Variante. Es gibt auch noch so eine richtige Datenvariante, die haben sie mir leider nicht zugeschickt. Genau, und das ist quasi Übertragungsrate 20 Gigabit, ja, 20 Gigabyte. Kompatibel mit Thunderbolt-Protokoll. Das ist hier aber nicht dabei. Das ist, ja, habe ich mir wahrscheinlich das Falsche ausgesucht zum Vorstellen. Aber das reicht ja völlig aus. Ja, ich finde die Dinger echt genial. Was muss man vielleicht noch erwähnen dazu? Also das Material ist natürlich aus Kupfer, ganz klar. Ihr habt ja ein Nylongewebe, was ich auch sehr cool finde. Was auch krass ist, ja, ihr habt ja eine Zugfestigkeit, wird versprochen, von bis zu 30 Kilo. Ja, also... Ich meine, wer wird das machen? Ja? Aber zumindest ist es gut zu wissen, dass die Kabel doch ziemlich robust sind. Und ich sag mal so, die sollen ja auch eine Weile halten. Man will ja auch eine Weile Spaß an dem Kabel haben und das eine Weile nutzen können. Gerade auch für den Preis. Ja, ja, dann wird auch versprochen, dass es auch vor Störungen schützt, wenn er Daten überträgt. Wie gesagt, ich habe jetzt nichts da, um Daten zu übertragen. Deswegen kann ich es euch gerade nicht vorführen. Aber ich würde sagen, ja, ich glaube den natürlich erst einmal. Ich meine, die haben ja nicht umsonst diese Kabel entwickelt. Das heißt, auch hier könnt ihr Daten übertragen. Und ich glaube sogar bis zu 240 Kilobyte pro Sekunde in der normalen Variante. Ich rede nicht von dieser ganz teuren Variante. Ich habe übrigens von dem Preis vergessen zu sagen. Diese, glaube ich, 6 Gigabyte Variante, da habt ihr, seid ihr bei so 47 Euro. Aber auch da bekommt ihr 10% Rabatt, wenn ihr das wollt. Ja, ihr könnt ja auch, wenn ihr wollt, mal so schnell ins Handgelenk rollen. Ja, wenn ihr mal so mal die Gabel bei der Hand haben wollt und mal schnell in Haare flitzen wollt und ja, irgendwas macht, beschäftigt seid und die Kabel nicht in die Tasche stecken wollt, auch das geht natürlich nur, wollte ich auch nur kurz empfehlen, sonst verliert ihr die auch. Ja, also ich finde das echt eine mega praktische Geschichte, das kennt ihr ja selber alle, ja, diese Knöpfe, ob das jetzt auf dem Schreibtisch ist, ob das im Reisegepäck ist oder sonst was, das ist mega nervig und hier habt ihr alles schön immer ordentlich zusammengelegt, das finde ich echt eine coole Geschichte und ich sage mal so, auch die Gefahr, dass die knicken, ist auch nicht so groß dadurch, ja. Ja, finde ich echt eine schöne Sache. Ja, wenn ihr Interesse an diesen Kabeln habt, wie gesagt, dann bestellt die einfach, nehmt meinen Code, bekommt nochmal 10% Rabatt, ja, und genießt eure Bestellung. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt dann einmal den Daumen nach oben zu klicken.
Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr einfach mal in die Kommentare. Ich kann die Firma anschreiben, jederzeit mal Fragen stellen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ich bin auch nicht so ein technischer Experte, was so die bestimmten Spezifikationen betrifft. Ja, für mich muss ein Kabel eigentlich nur laden ordentlich, ganz wichtig. Und in dem Falle auch lange halten. Und noch besonders schön, wenn dann auch nicht ein Knäuel draus wird. Das ist ja auch wichtig. Ja, aber ansonsten natürlich kann ich eure Fragen alle weiterleiten an MacTame. Und ich gehe davon aus, da kriege ich schnell eine Antwort. Ja, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs freundliche Zuschauen. Ansonsten noch viel Spaß im Netz und bis zum nächsten Mal. Ciao.